Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Die Marke Hanhart habe ich für mich entdeckt, das habt ihr mitbekommen. Und ich habe das große Glück, dass ich mit Hanhart ins Gespräch gekommen bin und eine kleine Serie über Hanhart machen kann. Das Übersichtsvideo habe ich bereits abgedreht und gesendet. Heute bzw. gestern sind 3 Uhren angekommen, die ich filmen darf. Eine vierte kommt noch und ich kann nur sagen, die Uhren sind einfach richtig klasse. Ich zeige euch die 3 Uhren, die ich bekommen habe und mache dann von jeweils einer Uhr ein separates Review, bekomme aber den Eindruck, dass ich euch vorher zeigen muss, wie die Uhren ausgeliefert werden, nämlich in einer wunderschönen Lederrolle, wie ihr sie hier seht. Die Lederrolle ist in einem Pappkarton, den ich euch nicht extra zeige, aber so werden die Uhren ausgeliefert. Wunderbar, lässt sich wiederverwerten, super ideal für die Reise. Und das ist eine der Uhren, die ich euch im Review zeige. Das Ganze mit Druckknöpfen, sodass sich die Uhren auch leicht entnehmen lassen. Sehr schön gemacht. Platzsparend, passt prima in jeden Koffer oder jede Reisetasche, wenn man denn eine Uhr mitnehmen möchte. Das hier sind die 3 Uhren, die ich zum Review bekommen habe. Ich zoome mal ein kleines bisschen rein, denn den weiteren Winkel brauchen wir nicht mehr. Die Tasche ist gefilmt. Um es etwas spannend zu machen, eine von diesen 3 Uhren hat mich dermaßen geflasht, dass ich sie mir am Tag, wo ich das Paket bekommen habe, bestellt habe. Welche das ist, werde ich aber erst in dem Video sagen, in dem ich die Uhr vorstelle. Das heißt, vielleicht in diesem, vielleicht im nächsten, vielleicht auch erst im dritten Video. Ihr werdet das sehen. Es handelt sich hierbei um 3 Modelle aus der Pioneer-Serie, aber 3 sehr unterschiedliche Modelle, wie ihr sehen könnt. Ich tue die beiden mal zur Seite, die später dran kommen, ohne im Detail zu sagen, um was es sich handelt. Es soll ja auch ein bisschen spannend bleiben. Diese Uhr hier ist die, die ich euch heute näher vorstellen möchte. Wir haben hier die Pioneer 417 ES Flyback Panda in 42 mm. Es gibt diese Uhr auch in 39 mm und in Reverse Panda, sodass wir hier im Prinzip 4 unterschiedliche Modelle haben. Die Uhr kostet, wie hier gezeigt, am Lederband 2.390 Euro. Am Stahlband kostet sie 2.590 Euro. Das Stahlband macht auf mich einen wirklich guten Eindruck. Ich muss aber gestehen, sie gefällt mir am Leder eindeutig besser. Wenn wir uns die Uhr einmal genauer anschauen, dann können wir sehen, dass die Totalisatoren relativ klein sind, aber sie sind trotzdem noch immer gut ablesbar. Und was ich sehr schön finde bei Panda-Uhren, die Rahmen der Zeiger sind schwarz, sodass sich die Zeiger auch mit der Leuchtmassenbefüllung auf dem hellen Blatt sehr gut ablesen lassen. Bei dieser Uhr handelt es sich um eine Uhr, die ursprünglich entwickelt wurde für die Piloten der Lufthansa und vor wenigen Jahren anlässlich des 140 Jahre Jubiläums von Hanhart neu überlegt und dann schließlich auch neu auf den Markt gebracht wurde. Die ursprüngliche Größe der 417 ES war 39 mm und diese Größe bietet Hanhart auch heute an. Mit 42 mm haben wir aber auch eine Größe, die vielleicht etwas zeitgemäßer ist und dem einen oder anderen mehr liegt.
Die Lünette ist wie bei vielen Hanhard-Uhren kanaliert mit dem einen Marker mit dem roten Punkt, so wie es viele Hanhard-Uhren aufweisen. Die Lünette dreht sich angenehm fest, ohne zu fest zu sein. Ich habe jetzt Handschuhe an, das erschwert die ganze Geschichte natürlich etwas. Und das Band ist, was ich sehr schön finde, auf der Rückseite kann das die Kamera einfangen, mit Alcantara unterfüttert, sodass das Band sehr samtig, weich und angenehm auf dem Arm liegt. Die Maße der Uhr. Wir haben 42 mm im Durchmesser. Wir haben einen Bandanstoß, den ich von 21, der steht von 21 mm. Das finde ich etwas schade. Ich konnte es fast nicht glauben, aber auch im Band stehen die, kann man es sehen? Da kann man es sehen, ja. Auch im Band stehen die 21 mm drin. Das macht es dann etwas weniger flexibel, wenn es darum geht, Ersatz- oder Austausch- oder alternative Bänder zu finden. Hanhard hat da mit Sicherheit aber ausreichend Bänder im Angebot. Die Höhe der Uhr ohne Unterlegband beträgt 11,55 mm ohne Glas und 13,3 mm mit Glas. Ich schaue mal, ob wir das sehen können. Das Glas ist nämlich gewölbt und steht vor, was der Uhr einen sehr schönen, wirklich sehr schönen Retro-Charme verleiht und auch beim seitlichen Ablesen eine leichte Verzerrung hervorruft, was ich persönlich sehr charmant finde und was der Uhr wirklich ausgesprochen gut steht. Da die Uhr an die Gründerzeit von Hanhard vor 140 Jahren erinnert, hat sie auch das historische, geschwungene Hanhard-Logo bekommen, was ich persönlich sehr mag, was mir wirklich richtig gut gefällt. Verbaut ist ein Sellita AMT 5100M Flyback. Flyback bedeutet, dass wenn ich den Chrono starte, was über den Drücker bei 2 Uhr passiert. Die Stoppzeit beginnt. Jetzt wird die erste Runde, die erste Tätigkeit, der erste Durchgang gemessen. Ich nehme wahr 10 Sekunden, drücke zurück und halte den Drücker auf 4 Uhr gedrückt. Und wenn ich ihn loslasse, startet automatisch die nächste Stoppung. Das heißt, der Stoppzeiger wird nicht angehalten und bleibt stehen, sondern ich muss die Zeit ganz bewusst wahrnehmen und mir anschauen, bei 15 Sekunden und zurück, bis ich die nächste Stoppung starte, indem ich den Drücker auf 4 Uhr loslasse. Das ist die Flyback-Funktion. Endgültig gestoppt wird die Stoppzeitmessung durch erneutes Drücken auf 2 Uhr und die Rückstellung erfolgt durch Drücken auf 4 Uhr und der Chronozeiger ist wieder auf 0 bzw. der 12. Das Werk ist übrigens ein Handaufzugswerk mit einer Gangreserve von mindestens 58 Stunden. Die Uhr ist innen antireflektionsbeschichtet und bis 10 bar wasserdicht. Zeiger und Indizes sind mit Super Luminova C3 belegt und die Krone ist verschraubt. Ist nicht verschraubt. Ich muss auch richtig lesen, was ich mir aufschreibe. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür muss ich den Handschuh ausziehen, weil mit Unterlagenband und Handschuh wird es ein kleines bisschen eng. Wir warten auch ab, bis die kleine Sekunde auf 9 Uhr auf 0 ist. Und halten dann entsprechend die Zeit an. So, da sind wir. Und jetzt schauen wir, wie die Zeiger gesetzt sind. Der Sekundenzeiger hat sofort angehalten. Es gibt also keine Datums-Ghost-Position. Ich weiß gar nicht, ob das AMT 5100M überhaupt ein Datum hat.
Insofern brauchen wir auch nicht auf einen Datumseingriff zu achten, sondern können die Zeiger sofort zurückstellen. Und wir können sehen, die Zeiger sind absolut perfekt gesetzt. Gibt es gar nichts dran auszusetzen. Sehr schön, super gemacht. Gefällt mir richtig gut. Die Krone funktioniert sehr sauber, ist sehr griffig. Mir persönlich gefällt die Uhr am Unterlegband erstaunlich gut. Ich bin normalerweise kein Unterlegband-Freund. Ich zeige euch auch jetzt mal, wie sie an meinem Arm aussieht, mit gut 17 cm Handgelenksumfang. Das Unterlegband macht die Uhr natürlich noch mal etwas präsenter. Aber ich finde, sie sitzt richtig klasse und ich habe auch wirklich richtig viel Spaß an der Uhr gehabt. Gefällt mir super gut an meinem Arm. Trägt sich sehr angenehm auch. Das Alcantara auf der Unterseite ist wirklich sehr schön und sehr angenehm am Arm. Das macht mir richtig Freude. Ich zeige euch jetzt noch die Uhr bei Nacht und dann kommt mein Fazit. So, die 417 ES im Nachtbild. Die Zeiger sind etwas dünn, die arabischen Ziffern sind auch etwas dünn. Ihr könnt auch an den Gehäusereflexionen sehen, dass es hier nicht ganz dunkel ist, sondern ich eine Art Dämmerlicht habe. Und trotzdem ist die Uhr gut ablesbar und erkennbar. Ich glaube, dass sie die Nacht über durchhält und auch ablesbar ist, aber sie ist ganz eindeutig kein ganz großes Leuchtmonster. Ja, die 417 ES Flyback war lange auf meiner Liste der Hanhard-Uhren, die ich gerne hätte, gerade in der Panda-Version, die hier zu sehen ist. Ich muss aber sagen, am Ende ist es eine andere geworden. Das heißt, ich habe mir diese hier nicht bestellt, auch wenn es eine richtig fantastische Uhr ist, die auch ohne Unterlegband am Arm wirklich gut aussieht. Man kann das hier erahnen. Wirklich eine tolle Uhr, ein ganz großer Wurf von Hanhard, wie ich finde. Aber mein Herz hat in der Auswahl dann am Ende doch für eine andere Uhr geschlagen. Also seid gespannt, welche es geworden ist. Ich werde sie in den nächsten Videos, in einem der beiden nächsten Videos vorstellen. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.